Welche Handlungsfelder sind für eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung wichtig? Wie gelingt es, dem Ziel einer guten inklusiven Schule einen Schritt näher zu kommen? Schön, dass ihr heute da seid und nicht anderswo. Hallo! Die folgenden 7 Merkmale sollen Strukturen, Absprachen und Maßnahmen im inklusiven Schulalltag verdeutlichen, um jedes Kind nach seinen individuellen Möglichkeiten zu fördern und sein Potenzial voll zu entfalten. Da musst du noch ein bisschen gucken, dass du Aufgaben aussuchst, die dich auch ein bisschen herausfordern, ne? Wo du dich ein bisschen anstrengen musst. Ja. In der inklusiven Schule stehen die Schüler mit ihrem Bildungserfolg im Mittelpunkt. Du guck doch einfach mal, ob dich da was interessiert. Okay. Alle pädagogischen Fachkräfte richten ihre Aufmerksamkeit auf das einzelne Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Stärken, seinen jeweiligen Entwicklungsfeldern und dem, was es leisten kann. Die Grundidee beim Lernen ist eigentlich so, dass im Mittelpunkt das persönliche Wachstum steht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jedes Kind unterschiedlich ist. Und diese Unterschiedlichkeit ist eigentlich sowas wie der Ausgangspunkt des Lernens. Es geht also in unserer Schule nicht darum zu fragen, wie müssen Kinder sein, damit sie in unsere Schule passen, sondern zu sagen, wie müssen und wollen wir unsere Schule gestalten, damit die Kinder hier die bestmöglichste Entwicklung erfahren? Das Kernstück ist tatsächlich, voneinander, miteinander, gemeinsam zu lernen. In der Pädagogik weiß man, ein Kind, was erklären kann, was die Aufgabe war oder was als Lösung rauskommt, das hat es wirklich begriffen. Und so lernt also nicht nur der ganz schwache Schüler, sondern auch der ganz starke Schüler unglaublich von diesem gemeinsamen einander erklären und auch miteinander ringen. Es ist ja nicht immer nur alles schön. Alle Kinder nehmen gemeinsam am Schulleben teil und werden in die Klasse eingebunden. Kein Kind wird dabei zurückgelassen. Dieses Prinzip des Nicht-Aussonderns ist ein grundlegendes Merkmal guter inklusiver Schule. Nee. Sie macht jetzt ein anderes. Das Verständnis ist wirklich, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und immer zu gucken, wo stehen sie gerade. Was ist der nächste Punkt in der Entwicklung, der für sie wichtig ist? Und da begleiten wir sie. Es geht darum, dass die Kinder möglichst viel an Selbstverantwortung entwickeln und dass wir gucken, wie kriegen wir das so organisiert, dass die Kinder selbstständig ihren Lernprozess organisieren können. Das Wichtigste aber ist, also, dass wir hier eine Beziehungskultur haben, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn die hier reinkommen, dann zu sagen, sie finden hier einen Ort der Geborgenheit vor. Ich bin dafür da, so eine Lernatmosphäre herzustellen, die Geborgenheit schafft, wo die Kinder sich wohlfühlen können, wo sie Vertrauen entwickeln können, wo sie sich geschützt fühlen und wo es auch einen Respekt voneinander gibt. Inklusiver Unterricht fokussiert auf individuelles und kooperatives Lernen. Die Unterrichtsentwicklung und Gestaltung wird an guten inklusiven Schulen weder dem Zufall noch dem einzelnen Lehrer überlassen. Vielmehr legen die Kollegien einen Fokus darauf, Kinder zu selbstgesteuertem und zielorientiertem Lernen anzuleiten und gleichzeitig in Gruppenprozessen alle Kinder in die Unterrichtssituation mit einzubeziehen. Wir legen viel Wert auf der einen Seite auf individuelles Lernen und Selbstständigkeit, aber auf der anderen Seite suchen wir nach kooperativen Lernformen und binden dann durch Gruppenprozesse alle Kinder in die Situation ein. Wir haben dann ein Lernthema, ein gemeinsames, und dann kann je nach Stand des Kindes eben ganz individuell darauf eingegangen werden, welchen Arbeitsauftrag kriegt das Kind in der Situation. Mir ist es ganz wichtig, dass jedes Kind dort arbeitet, wo es was lernen kann. Und deswegen versuche ich das so unterschiedlich wie möglich zu gestalten, dass jedes Kind sich nicht unterfordert, nicht überfordert fühlt, sondern einfach sagt, ich habe heute was gelernt. Wer möchte noch mit dem Bärchenheft arbeiten?
Die zentrale Säule eines inklusiven Unterrichts ist die individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip. Dazu gehört eine sehr durchdachte Ausarbeitung des Lehrstoffes, die es jedem Kind ermöglicht, an seinem nächsten Entwicklungsschritt zu arbeiten, ohne dabei die Verbindung zur Gruppe zu verlieren. Auch die kontinuierliche Begleitung jedes Kindes und seiner Gruppe auf ihrem Lernweg gehört dazu. Es gibt Phasen des gemeinsamen Lernens und Phasen des individuellen Lernens. Und es ist im Grunde genommen ja auf jedes Kind zugeschnitten. Es gibt eine größere Gruppe, die Gleiches macht. Aber es gibt ganz, ganz viele Unterscheidungen, bei den Stärkeren wie bei den Schwächeren. Es findet sich aber immer wieder alles zusammen, weil jedes Kind gearbeitet hat in einem Bereich, der wieder fürs gemeinsame Lernen zuständig ist, ne? wo man etwas beiträgt. Es ist keine Vereinzelung, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Individualisierung haben, eine Vereinzelung, sondern es muss immer wieder eingefügt werden in das gemeinsame Lernen, am gemeinsamen Gegenstand. Verbindliche Absprachen schaffen verlässliche Strukturen für das gemeinsame Lernen. Damit der Blick auf jedes Kind in seiner Einzigartigkeit gelingen kann, haben gute inklusive Schulen verlässliche Strukturen und Absprachen für die pädagogische Arbeit eingeführt. Wir arbeiten im Team. Wir sind zwei Lehrerinnen, eine Grundschullehrerin und eine Sonderschullehrerin und haben die Möglichkeit, uns abzusprechen. Wir haben zwei verschiedene Blickwinkel, wir sind zwei verschiedene Personen und können aus dieser Zweiersituation Kinder unterschiedlich betrachten, das aber auch diskutieren und dann für jedes Kind eigentlich da sein und dem auch wieder gerecht werden. Das gemeinsame Unterrichtskonzept und die kontinuierliche Lernbegleitung gehen Hand in Hand mit festen Absprachen zur Teamarbeit. Feste Teamzeiten bilden ein wichtiges Merkmal, ebenso wie schulweite Rituale und Absprachen für den Unterricht. Von Anfang an wussten wir, worauf wir uns einlassen und dass wir uns, wenn, auf einer Anwesenheitspräsenz von 8:30 bis 16:00 einlassen. Man nimmt halt nicht mehr so viel mit nach Hause, außer Klassenarbeiten oder sowas. Sowas schafft man hier nicht. Der Vorteil ist ganz klar, man ist gerade als Berufseinsteiger, und wir sind ja noch alle relativ jung, ist man nicht so allein gelassen, man plant immer im Team, kann sich austauschen. Das hat sich als Schulkonzept so entwickelt. Und es ist auch wirklich bereichernd, sich mit den Kollegen immer austauschen zu können, als zu Hause das alleine zu planen. Also das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, einfach die Präsenz, die wir hier haben, auch für die Eltern, erreichbarer zu sein. Und auch die Förderplanung, sowas hat am Vormittag keinen Platz. Das braucht einfach den Nachmittag dann dafür. 7:30 bis 7:45 Frühaufsicht Taxi. So entstehen an guten inklusiven Schulen Teamstrukturen und der Teamgedanke rückt ins Zentrum. Wir sprechen wirklich vom Klassenlehrerteam und da gehört die E-Kraft hier an der Schule wie selbstverständlich dazu. Das ist auch, wir setzen uns ganz oft zusammen, besprechen den nächsten Tag Unterrichtsinhalte und solche Sachen. Also man fühlt sich hier wirklich gleichwertig. In der inklusiven Schule arbeiten Kollegium und Schulleitung eng zusammen. Ein Merkmal guter inklusiver Schule ist der intensive Austausch in allen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen. Die Beteiligung aller spiegelt sich in Formen der erweiterten Schulleitung bzw. Steuergruppen wider, sowie in der Mitbestimmung von Eltern und Schülern. Ich verstehe mich als Schulleiterin im Dialog. Im Dialog heißt, ich kann vieles selbst entscheiden, möchte das aber nicht. Sondern ich möchte die Stimmen der gesamten Schulgemeinde hören und diese Schule gestalten für den Ort und unsere Kinder. Und für die Kinder ist natürlich ganz wichtig, dass die Eltern dabei sind. Alle gemeinsam tragen die Verantwortung für die Unterstützung der Schüler mit Förderbedarf. Einzelkämpfer finden in inklusiver Schule keinen Platz. Was auf der Ebene sich mit den Kindern abspielt, ist natürlich genauso wichtig unter uns Erwachsenen. Weil wir können praktisch nur Vorbild für Kinder sein, wenn wir das auch untereinander leben. Das heißt, wir haben hier ein Team, das gleichberechtigt zusammenarbeitet. Auch alle ganz unterschiedlich. Wir haben von Anfang an ein multiprofessionelles Team gehabt, als davon noch keiner geredet hat. Da gibt es eine Kunsttherapeutin, einen Musiktherapeut, da gibt es eine Behindertenpädagogin, da gibt es einen Bootsbauer. Und die arbeiten zusammen mit uns als Lehrer und Lehrerinnen. Das Kollegium besteht also, das ist ein weiteres Merkmal guter inklusiver Schulen, aus verschiedenen Fachkräften, die als multiprofessionelles Team arbeiten.
Absprachen und Reflexionen sind nur dann erfolgreich, wenn die Schule aktiv als Team unter einer engagierten Leitung zusammenarbeitet. Teamarbeit ist ein Grundelement auf allen Ebenen. Also wir haben ein Schulleitungsteam, und das ist auch ernst gemeint, die sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben Teams auf der Ebene der Klassenleitung, wir haben Teams auf der Ebene der Jahrgänge und wir fördern Teamarbeit sehr stark im Unterricht zwischen den Schülern über kooperative Lernformen. Also insofern ist diese Teamarbeit ein Grundprinzip unserer Arbeit und des Lernens. Die inklusive Schule arbeitet mit Eltern und externen Partnern zusammen. Die Vernetzung mit anderen Schulen bzw. Institutionen sowie die Offenheit für externe Unterstützungssysteme, zum Beispiel Schulpsychologie, medizinisch-therapeutische Fachkräfte, Jugendhilfe und Theaterpädagogen sind von entscheidender Bedeutung. Eine inklusive Schule ist auch Teil ihres Umfelds und existiert nicht in Isolation. Wir sind als Schule hier verankert in der Gemeinde. Wir sind in der Mitte, im Zentrum von der Gemeinde Altorf. Und hier sollen die Kinder zur Schule gehen können, die hier auch wohnen. Und dazu gehört, dass wir eingebunden sind in ein großes Netzwerk, auch mit vielen Kooperationspartnern, sozialen Einrichtungen und auch Bildungseinrichtungen sind wir ganz stark verknüpft. Und wir möchten gerne Teil des Lebens der Leute sein und hier, die hier in der Gemeinde wohnen. Und deswegen bieten wir ihnen die Möglichkeit, hier zusammen auch zusammenzukommen innerhalb der Schule. Und wo ihre Kinder eben zur Schule gehen und dass wir da auch in der ganzen Gemeinde sozusagen eine Vernetzung herstellen können. Inklusive Schulen öffnen sich bewusst und suchen gezielt nach Kooperationsmöglichkeiten mit externen Partnern, wie zum Beispiel Theaterpädagogen. Wir machen ganz viel über Partizipation. Wir haben viele Freunde und Förderer im Stadtteil, in der Jugendhilfe, in außerschulischen Unterstützungszentren. Wir arbeiten sehr viel mit Eltern. Wir versuchen, möglichst viel Schulleben zu haben. Für uns bedeutet ein inklusives System, beginnt in der Kita mit der Frühförderung, geht über in die Schule mit einem bunten Treiben in der Schule, also ein sehr buntes Schulleben und schließt sich an oder führt sich fort in den weiterführenden Schulen. Genau das ist das Ziel, was wir verfolgen mit der Schule. Das ist ein Stück weit Zentrum auch von der Gemeinde ist oder ob das jetzt ein Beratungszentrum ist, einfach eine Anlaufstelle, auch die eingebunden ist in die Gemeinde oder in den Stadtteil, aber auch eingebunden ist in ein größeres Netzwerk. Wir sind jetzt dran, dass wir auch Ergotherapie und Logopädie vor Ort anbieten möchten für die Schüler, dass es nicht mehr notwendig ist, dass die Kinder, wenn sie mit der Ganztagsschule fertig sind, um 4 oder 4:30 oder 5 dann noch spezielle Therapien außerhalb besuchen müssen, sondern dass das alles unter einem Dach ist. Die inklusive Schulpraxis steht immer wieder auf dem Prüfstand. Die Entscheidung für verbindliche Strukturen ist untrennbar verbunden mit der Reflexion. Inklusive Schulentwicklung ist ein fortwährender, reflexiver Prozess, der die ganze Schule betrifft. Systematisch und regelmäßig hinterfragen die Kollegien ihre Praxis und ihr Handeln. Wir sind noch lange nicht an dem, wo wir sein wollen. Auch ich noch nicht. Nach jedem Unterricht, wenn ich zurückschaue, denke ich, oh, das hätte ich besser machen können und jenes, um eben alle Kinder so einzubeziehen, wie es nötig wäre. Es ist ein ständiges Ringen um, was ist die richtige Methode oder der richtige Unterricht, um alle Kinder mitzunehmen. Dabei trauen sie sich, neue Wege und Methoden auszuprobieren und tauschen sich gezielt zu ihren Erfahrungen aus. Was muss Schule tun, um dem Kind gerecht zu werden? Welches Angebot müssen wir ihnen machen? Nicht die Kinder müssen sich an die Schule anpassen, sondern die Schule muss sich an die Kinder anpassen. Und wir müssen immer wieder den Blick offen haben und auch bei jeder Teamsitzung, bei jeder Konferenz immer überlegen, haben wir alles Mögliche getan, um dem Kind optimal eine Förderung zu bieten, um das möglichst Beste aus jedem Kind rauszuholen. Und wo sehen wir noch Chancen, wo muss die Schule da flexibler sein, um jedem die Chance zu geben, hier zu lernen, ohne gestresst zu sein. Die pädagogischen Fachkräfte engagieren sich dafür, Schule und Unterricht stetig weiterzuentwickeln und allen Kindern die für sie bestmögliche Wertschätzung und Unterstützung zukommen zu lassen.
Daraus entsteht nicht nur eine neue Qualität von Schule und Unterricht, sondern es entwickelt sich auch ein hohes Maß an Teamfähigkeit. Ich bin schon sehr lange an dieser Schule tätig und kenne auch die alte Ketteler-Schule. Habe die Umgestaltung miterlebt oder daran mitgearbeitet. Und das hat mir nochmal so eine Motivation gegeben und Lust an der Schule. Ich gehe mit ganz anderen Gefühlen morgens in die Schule und frage mich, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Also das ist schon, wir haben viel Möglichkeit hier mitzugestalten. Die haben wir genutzt, die können wir immer noch nutzen. Das gibt einfach große Zufriedenheit und Identifikation mit der Schule. Haltung, Kompetenz und geeignete Rahmenbedingungen bilden das Fundament inklusiver Schule. Eine inklusive und wertschätzende Haltung aller Beteiligten gegenüber allen Kindern und der gesamten Schulgemeinschaft bildet die Grundvoraussetzung. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung im Sinne von, wir gehen achtsam miteinander um. Wir sehen eben das Gute in dir, das Positive. Wir schauen nach deinen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind sehr daran interessiert, in eine enge Beziehung mit den Schülern zu kommen, einfach auch, weil für uns feststeht, dass Lernen immer über Beziehung funktioniert. Lernen ohne Beziehung ist in unseren Augen eigentlich nicht möglich. Und so haben wir langjährige Partnerschaften zu Schülern und Eltern. Ich glaube, dass das viel ausmacht an der Atmosphäre. Ich sage mal, wenn wir es hier in Schule nicht schaffen, ein selbstverständliches Akzeptieren und Miteinander leben und Arbeiten hinzukriegen, werden wir das in der Gesellschaft nie schaffen. Also ist das unsere erste Aufgabe, das hinzukriegen. Und wenn ich die Kinder hier so sehe, für die ist das kein Problem. Für die ist das noch nicht mal mehr im Bewusstsein, dass es anders ist. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Es geht hin auf Rücksichtnahme, es geht hin auf Akzeptanz. Es geht aber auch darum, weiterzukommen im eigenen Lernen. Und es ist ja einfach auch so, dass ich feststelle, dass nicht nur die Kinder mit Beeinträchtigungen davon was haben, sondern auch die Kinder, die sehr leistungsstark sind. Und die haben auch nicht nur etwas im sozial-emotionalen Bereich davon, sondern auch im kognitiven Bereich, weil sie ihre Fähigkeiten ganz anders einsetzen können. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung, dass man die Haltung hat. Als erstes ist es wichtig, dass man eine Haltung hat, dass man es möchte. Alle Beteiligten möchten, dass wirklich alle Kinder zusammen in einer Schule leben und lernen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Denn wenn man diese Grundvoraussetzung mitbringt, dann kann man Ressourcen eröffnen und dann können sich ganz viele Wege auftun, von denen man vorher gar nicht geahnt hat, dass sie eigentlich da sind.